Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Georg TV. Heute, schwer zu erkennen, Freunde, geht's um Kuchen TV und Unge. Unge hat ja sozusagen Kuchen TV mehr bevorzugt als EBK und deshalb ist auch die Freundschaft zwischen EBK und Unge zusammengebrochen. Aber das Krasse ist, dass Unge heute eine Aussage getätigt hat, die keiner erwartet hätte. Wir schnacken nicht lange herum und ab mit dem Video. Wie wir alle wissen, war ja Unge und EBK eigentlich fast beste Freunde. Die waren extrem gut miteinander. EBK war sogar bei Madeira, bei Unge zu Besuch, haben sogar Videos und waren sogar live miteinander. Alles war easy. Aber leider kam es dazu, dass Unge den Rücken gekehrt hat gegenüber EBK und seinen Erzrivalen KuchenTV zugesprochen hat und eigentlich sozusagen für ihn da war. Er hat sogar mit KuchenTV Podcasts gemacht, Videos gemacht und hat EBK eigentlich nie so richtig in Schutz genommen, was EBK sehr gestört hat. Und irgendwann ist dann die Freundschaft in die Brüche gegangen. EBK spricht bis heute das Thema an, dass Unge ihn nie in Schutz nimmt. Und das stört ihn extrem. Heute ist aber das erste Mal etwas von Unge gekommen. Nämlich bei seinem Livestream hat ein Zuschauer Unge darum gebeten, eine Reaktion auf das neueste Video von EBK zu halten. Wo daraufhin dann Unge gesagt hat, dass er nie wieder auf etwas reagiert, was mit KuchenTV zu tun hat. Hören wir mal ganz kurz rein. Oft geantwortet. Also Marlon, ich gucke mir nichts von KuchenTV an. Und weil in EBKs Video KuchenTV dann vorkommt, ich möchte mit KuchenTV nichts zu tun haben. Die Sache ist die, Freunde, glaubt ihr, wegen dem neuesten Video von EBK hat sich Unge erst sozusagen dafür entschlossen oder wegen dem Ganzen, was in der letzten Zeit passiert ist? Oder gibt es sozusagen einige private Probleme zwischen KuchenTV und Unge, die dazu geführt haben, dass Unge diesen Entschluss gezogen hat? Was sagt ihr dazu, Freunde? Mich würde es extremst interessieren. Glaubt ihr, EBK würde auch sehr glücklich sein, wenn er dies von Unge hört, dass sozusagen Simon Unge sich von KuchenTV trennt für EBK? Oder glaubt ihr, das alles hat nichts mit dem anderen zu tun? Schreibt es mir unten in den Kommentaren, das war es eigentlich von mir. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Peace out.